Hallo, ich bin Patrick, ich bin Oberstabsgefreiter bei der deutsch-britischen Pionierbrückenbataillon 130. Hallo, ich bin Kevin, Oberstabsgefreiter, auch in Minden stationiert beim deutsch-britischen Pionierbrückenbataillon 130. Ich bin der Brückentragbediener und auch M-Boot-Bediener. Wir haben dann noch einen dritten in der Besatzung mit dabei, das ist der Oberstabsgefreite Nico. Und der ist hauptsächlich als M-Boot-Bediener eingesetzt. Im Rahmen eines Gewässerüberganges mit der Schwimmschnellbrücke Amphibie M3 muss auch immer eine Gewässerorganisation sichergestellt werden. Das bedeutet, wir haben ein Sicherungsboot, ein sogenanntes Bergeboot im Einsatz und wir haben natürlich auch ein Rettungsboot im Einsatz. Der Einsatz eines Bergebootes ist daher so wichtig, weil genau dieser Moment, wo die Amphibie den Übergang fährt von Land zu Wasser, werden die Motoren quasi übergeben. Das bedeutet, der Landfahrer übergibt an den Kommandanten, der am Steuerstand steht. Und dieser Moment, wo die beiden diese Motoren übergeben, also vom Fahrbetrieb hin zum Shuttlebetrieb, der kann manchmal etwas haken. Und dieses Haken kann dazu führen, dass die Amphibie eben in dem Moment nicht einsatzbereit auf dem Wasser ist. Wenn eine Amphibie jetzt ausfällt, fahren wir von Unterstrom ran, weil die ja uns entgegenkommt. Wenn die Amphibien jetzt reinfahren, stehen wir dann Strommitte, so wie wir jetzt gerade stehen. Amphibien kommen rein. Und die fangen dann an, auch zu arbeiten und koppeln. Wenn die zusammengekoppelt sind, können wir dann als Bergeboot uns irgendwo klein machen, uns verstecken in dem Sinne, weil, damit die Fläche, das Gewässer wieder frei ist. Wir sind drei Mann, ein M-Boot-Bediener, ein Funker-Anleger und ein Bergebeauftragten, der dann den Hut auf hat, wenn eine Amphibie ausfällt, zum Reinslippen. Wenn wir ins Wasser geslippt werden, reichen immer zwei Mann. Einer, der auf dem Brücki ist, der dann den runterslippt und zwei Mann auf dem Boot. Ein Bediener, ein Anleger. Mein Fahrzeug hat 320 PS, 6 Zylinder, kommt durch schweres Gelände durch, ist egal, ob es Schlamm, Staub, feuchter Untergrund, alles Mögliche. Es ist für den Einsatzgebrauch sehr gut und wir kommen damit überall durch. Selbst mit dem M-Boot, was dann das Fahrzeug knappe 18,5 Tonnen wiegt, kommen wir durch jedes Gelände durch. Da ich ja Brückentragbediener bin, muss ich ja erstmal den Brückentrag fertig machen, das Boot ins Wasser schmeißen. Einmal den langen Arm, der hoch und runter fährt, das nennen wir in der Regel nennen wir das Baum. Der wird gesichert mit einem mechanischen und einem manuellen Bolzen. Das hier ist unser mechanischer Bolzen. Dann haben wir hier das Drahtseil, was wir rauf und runter lassen können. Und hier einmal den Baum für hoch und runter. Und dann haben wir hier noch für die Drehzahl, entweder der Baum soll schneller oder langsamer hochfahren. Dann haben wir hinten auch die Ohren los. Die Aufnahme für das M-Boot nennen wir halt Ohren, weil die müssen eng anliegen und dann können wir das Boot zu Wasser lassen. Ja, hier lassen wir jetzt einmal die Ohren, die gegen das Wegrutschen von dem M-Boot gesichert werden. Thank you.
Ich erkläre euch nochmal hier die Sekuma-Rettungsweste, die wir immer tragen müssen, an, auf, über Wasser. Dafür machen wir vorne den auf, den Clip, und ziehen die an wie so einen Rucksack. Ganz einfach. Machen vorne erstmal zu, fest, dann nehmen wir die Beinlaschen, ziehen die dann zwischen den Beinen. Und ziehen die an. Clip wieder zu, Clip zu. Der Brustumfang wird auch verkürzt. Das geht einmal am besten zu zweit, mit einem zweiten Kameraden. Da sagt man immer so, zwei Fingerbreite sollten da schon Platz sein. Die Rettungsweste wird immer an, auf, über Wasser getragen. 150 Kilo sollten nicht überschritten werden. Weil sonst ist sie nicht mehr tragbar, also die Person ist dann nicht mehr tragbar mit der Rettungsweste. Man nennt sie Rettungsweste, weil man sich damit retten soll. Die platzt auf, die hat zwei Gaskartuschen, 60 Gramm circa. Und man hat einmal wie so eine Tablette, die löst sich auf, sobald man ins Wasser fällt. Man sagt so zwischen 3 und 5 Sekunden, dann wird man nach oben katapultiert und dann hat man noch eine mechanische. Wenn ich die jetzt ziehen würde, dann würde sie sofort aufgehen. Den Brückentrag irgendwo untergezogen weg, mache die Scheibentarnung dran, Spiegeltarnung und danach sprinte ich dann zum Boot hin und springe mit drauf. Tonnen schweres M-Boot, womit wir zu tun haben und arbeiten. Wir kommen zu unseren Pumpjets. Davon haben wir zwei Stück, die angetrieben werden mit 178 PS
starken Motoren von Deutz. Viertakt, Sechszylinder und reißen auf dem Wasser unsere 33 km/h. Wenn wir jetzt den Motor starten, sehen wir, wie unsere Anzeigen alle sich hochraffen. Wenn wir jetzt eingekuppelt haben und gerade raus wollen, haben wir gerade, wenn ich jetzt 4 Umdrehungen mache, 1, 2, 3, 4, bin ich rückwärts. Und wenn ich wieder 4 Mal in derselben Richtung mache, dann bin ich wieder gerade. Und so habe ich dann auch, könnte ich travisieren, nach links oder rechts. Eine Tellerwende machen, wäre jetzt Tellerwende nach links, das heißt vorne würde jetzt nach links ausdriften und hinten würde nach rechts gehen. Und dann, wenn ich wieder in die andere Richtung mache, wieder mit 4, dann würde er vorne nach rechts rausgehen und hinten nach links. Dann haben wir vorne unsere Tankanzeige, unsere Geschwindigkeit, wie die Umdrehung die Minute ist. Und wir sind so immer im Standbetrieb haben wir so 800 bis 1000 und bei 2500 Umdrehungen haben wir dann auch unsere 33 km/h auf dem Wasser. Also als Bergeboot sind wir dafür ja da, um die Amphibie zu bergen, und dafür haben wir die mechanischen Drahtseile, regulär auch hydraulisch, aber die nutzen wir nicht, weil die nicht so eine Zuglast haben oder Zugkraft wie die mechanischen. Dafür löse ich die dann. Die Seile werden nach vorne gereicht und vorne übergeben wir die dann an den Amphibien. Dann steht rechts und links immer eine Person. Wichtig dabei, die Drahtseile immer mit Handschuhen anfassen. Die Seile werden dann übergeben an die Amphibie. An die Amphibie wird es dann festgezogen. Und sobald die Amphibien fest an dem Boot dran sind, hat dann der Bergbeauftragte den Hut auf über das ganze Schiff. Wir können hier mit unserem Boot bis insgesamt Länge 20 Meter gehen. Das ist ja unser Schubverband oder Schleppverband. Und dafür haben wir dann vorne auch unsere Schubdeimen. Die beiden Schubdeimen, die werden dann vorne mit reingeschoben. Und damit können wir dann eine Amphibie ordentlich abfangen, ohne dass wir das Boot kaputt machen. Hier haben wir unsere Halterung für das G36. 2 Stück auf der Backbordseite und eins hier am Steuerstand, damit man auch schnell Zugriff zu unseren Waffen haben.